Hi Leute, hier ist nochmal Jasmina von Reblogit auf der Gamescom 2013. Ich habe gerade das erste Mal ein Oculus Rift ausprobiert. Für die, die es nicht kennen, das ist eine Virtual Reality Brille, die man sich aufsetzt. Ausprobiert habe ich das Spiel Portal. Dafür stand ich auf einem Virtualizer. Das ist so eine Art kleine Plattform, auf der ich bestimmte Ballerinas und Socken anziehen musste. Ich habe mich dann in so eine Art Klettergurt gezwängt, der mir ganz, ganz eng angepasst wurde. Und ich hatte einen Gurt um mich rum, bei dem ich mich jeweils nach vorne neigen konnte und so eine Art Gleitbewegung mit den Füßen machen musste, um mich eben in dieser digitalen Welt vorwärts zu bewegen. Ich wurde schon gewarnt, dass mir wahrscheinlich ziemlich übel sein würde danach, weil der Körper und das, was man eben visuell vor sich sieht, nicht so ganz übereinstimmen. Ich muss allerdings sagen, dass das gar nicht der Fall war. Also ich bin offensichtlich da entweder Naturtalent oder was auch immer. Auf jeden Fall hatte ich einen großen Würfel, den ich jeweils aufheben musste. Und in unterschiedlichen Ebenen und Räumen, ich bin auch mit so einem Fahrstuhl gefahren, sollte ich den auf einer bestimmten Stelle positionieren. Ich muss sagen, es war eine sehr lustige Angelegenheit. Ich hatte den einen oder anderen Lachflash. Der Konkurrent Omni, der besteht mehr aus so einer Art passiven Laufband, besteht aus Rollen, auf denen man sich aufwärts bewegt. Ich persönlich muss sagen, ich stelle mir das ein bisschen angenehmer vor, auf eine Art Fläche, so wie es eben der Virtualizer ist, mich zu bewegen. Es ist angenehmer, es ist auch irgendwie ein bisschen entspannter, als wenn ich da mir vorstelle, die ganze Zeit so ein passives Laufband hochlaufen zu müssen. Ich habe überlegt, womit man das vergleichen könnte, dieses Gefühl, weil man muss schon mit dem Körpergewicht sich nach vorne neigen und so eine Art Gleitbewegung machen mit den Füßen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie die Rollschuhfahren oder auf einer sehr glatten Oberfläche wie Eis sich bewegen. Ich würde aber sagen, man muss es einfach mal selber ausprobieren, um zu wissen, was für ein Gefühl das ist. Im Endeffekt war es aber auf jeden Fall ein Riesenspaß und ich bin total gespannt von dieser Oculus Rift. Gibt es nämlich eine HD-Version, die ich unbedingt auf jeden Fall und definitiv noch ausprobieren möchte. Und das werde ich jetzt gleich mal tun. Bis gleich!